Und da komme ich jetzt auch nicht einfach hin. Schiebung. Okay, ich hätte vielleicht eine Idee. So, dann blitz erstmal wieder runter. Ja, knirsch, knarsch, knutsch. Oh. Da war ja eine Lücke. Hätte ich wissen sollen. Aha, aha, aha. So macht man's. Gut, hol ich's wieder rauf. So, und dann springen wir hier rüber. Das klingt doch nach einer guten Idee. Oh Gott, ist die Musik gerade laut. Vor allem das Knarschgeräusch. So. Problem gelöst, würde ich mal sagen. Und. Bam! Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ja. Hört sich auch gut an. Ah, da kommt. Eine Frage. Wie kommen wir am letzten ran? Der ist hier. Habe ich irgendwas übersehen? Und wie kommen wir an dir, Schätzchen, nur oben ran? Hm, schade, rumhüpfen hilft hier nichts. Ah, schade. Seilpfeil und ich hätte es mir geholt. Aber gut, geh ich erstmal runter, schau mir ein bisschen um. Und vergesse, dass hier eine Lücke war. So. Nicht gut, da fällt mir jetzt nicht gerade ein, wie ich da rankomme. Ah. So, wie geht's hier noch höher? So geht's schon mal nicht. Oh. Da ist was. Ach, vielleicht muss ich. So, diesmal bitte die Lücke da nicht vergessen. Ich probiere das gleiche nochmal und vielleicht ist da ja ein Durchgang da oben. Den habe ich dann die ganze Zeit übersehen. Aber mal schauen, werden wir bald rausfinden. Los geht's! So. Hangeln wir uns mal weiter rüber. Geht's hier nicht hoch? Ich dachte, hier geht's hoch. Ist doch eh. Okay. Kann ich die Kamera kann ich jetzt nicht. Okay, das ist jetzt richtig, richtig blöd. Da habe ich mich jetzt ordentlich verschätzt. Gut, gut, gut. Was müssen wir machen? Das ist die grüne Ebene.
Und da oben sehe ich eigentlich auch jetzt keine direkte Möglichkeit, um das Ding abzuschlagen. Was machen wir? So? Sag mal, bin ich jetzt ultra dämlich oder so? Naja, da ist eine Leiter. Ja, da ist eine Leiter, hast du recht. Mann, ich bin dämlich. Ich bin daran dauernd vorbeigerannt. Oh, Mann. Aber immerhin, ich hab's jetzt geschafft. Sauber. Ich glaube, das hat funktioniert. Und ich war da oben noch. Das ist ja das Beste. Oh Gott, bin ich blöd. Ja, das war... Ah, keine Glanzleistung von mir. Toll. So, machen wir mal kurz auf. Keine Ahnung. Nö. Ja, ist eine gute Frage. Gut, dann habe ich wieder Stoff. Stoff für mehr Waffenmodifizierungen. So, den Schrank machen wir jetzt auch noch auf. Kriegen wir auch noch mehr. Ach nö. Fuck. Ich werde unvorsichtig, ich merk's. Gut. So, ich hoffe mal, das Thema hat sich jetzt vorerst erledigt mit dem Gegner. Ja, da war einer davon und... Ach genau, da bist du ja der andere. Gut, da geht's da lang. Haben wir auch noch einiges zum Finden und knacken. Yay. Hey, da hat doch was geleuchtet. Ach Gott, muss ich jetzt irgendwie da runterkommen? Wie kann man da runterkommen, bitte? Ah, cool. Forschungsbasis. Komplette Karte. Yay. Gut, davon haben wir Geocache. Ah, Mann. Ich schaue nochmal, ob ich da irgendwie hinkomme. Okay, gut. Haben wir schon mal eine Möglichkeit gefunden? So, 2 von 3. Und wenn ich jetzt auf der Karte schaue, warte, glaube ich, der erste eigentlich relativ am Anfang. Ja, den habe ich da übersehen. Hey, yeah. Dann gehe ich jetzt erstmal hier weiter. Gefällt mir nicht. Okay, hier ist es. Ja. Yep. Okay, das heißt jetzt erstmal auf jeden Fall Pfeile einsammeln. Okay, ich habe schon voll. Erleichtert meine Arbeit ungemein. Lass mich ran, oben ist so ein steinerner Typ oder keine Ahnung, was das für Teile sind. Ich weiß nur eins, ich mag sie nicht. Also,
Geh ich halt dahin. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Wesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Okay. Dramatische Musik. Scheiße! Sofort hier raus. Nein! Danke? Welche Idiot. Hallo, wo seid ihr? Von wo schießt ihr? Oh, toll. Okay. Gut. Ich habe mich schon mal ein bisschen zur Wehr gesetzt. Ja, lasst mal alles. Komm. Wow. Arsch mich nicht. So, wieder Pfeil im Boden. Gut. Gut, 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 gut. Wir sind am Leben. Das ist die Hauptsache. Irgendwie. Da sie nur von einer Seite kamen, denke ich mal, die andere wird auch nicht bald lang dauern. Oh Gott, habe ich viel Bergungsgut. Da ist nichts dahinter. Ich brauche immer noch keine neuen Pfeile. Auch gut. So, jetzt haben sie wenigstens Weg frei gemacht und ich kann hochklettern. Ist auch schon mal was. Autsch. Ja, solche Verbrennungen sind schon... Ah. Heiß. Ja, zumindest können wir jetzt abhauen. Wow. So. Haben wir es auch geschafft. Und hopp. Da geht's aufwärts.
wer bist du? Nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Okay. Nicht. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Nicht gut. Ach komm. Nach einem x-ten Kill. Oder nach einem x-ten Schuss. Das wird echt wie ein blöd. Jola, Hilfe! Wo bist du? Verdammt! Okay, nimm Expressfahrt. Na toll, gerade wo wir kommen hier. Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes, aber du musst mir vertrauen. Okay, lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Okay. Dann retten wir im nächsten Part Sam und... ja. Geben Whitman eins auf die Rübe, würde ich sagen. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.